Wie schön, dass Sie wieder Hessenschau gucken. Ich freue mich. Ja, nicht nur mich sehen viele auf ihren Bildschirmen zu Hause, sondern auch Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit sehen Sie über eine Kamera am PC. Viele Büros stehen leer, manche wünschen sich dringend im Homeoffice arbeiten zu können, haben aber keine Chance dazu, obwohl es dazu ab heute eine neue Ansage gibt. Ja, und diese jungen Leute suchen auch den Erfolg über den Bildschirm auf dem Smartphone. Junge Comedians starten durch auf TikTok und Instagram. Und jetzt bei uns eine Geschichte, die wirklich nach Albtraum klingt. Jeder, der auf einem OP-Tisch liegt, der muss darauf vertrauen können, dass hier Ärzte und Fachleute am Werk sind. In Fritzlar ist es aber passiert, dass Patientinnen und Patienten von einer Frau die Narkose bekamen, die gar keine Ärztin ist, also von einer Hochstaplerin. Und das soll schlimme, tödliche Folgen gehabt haben. Der Fall ist jetzt vor Gericht gelandet. Als Assistenzärztin Dr. Maike W. posierte sie 2016 noch gerne für einen Zeitungsfotografen inmitten von echten Ärzten bei der Eröffnung einer Schmerzambulanz in Fritzlar. Heute beim Prozessauftakt gab sich Maike S., wie sie heute heißt, dagegen kamerascheu, ließ keine Bilder zu. Die Vorwürfe gegen die angebliche Ärztin wiegen schwer, die Liste ist lang. Der Angeklagten werden Mord in 5 Fällen in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde, versuchter Mord in 11 Fällen jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und unerlaubter Ausübung der Heilkunde zur Last gelegt. Weiterhin sind Gegenstand des Verfahrens mehrere Fälle der Urkundenfälschung. Ohne Medizinstudium soll sich Maike S. in dieser Fritzlarer Klinik vor 5 Jahren eine Stelle als Narkoseärztin erschlichen haben. Betäubungsmittel seien von ihr falsch dosiert oder Atemprobleme von Patienten übersehen worden. 3 Frauen und 2 Männer sollen dadurch gestorben sein. Hemmungslose Geltungssucht nennt die Anklage als Motiv. Den Eindruck teilt auch diese Heilpraktikerin. Sie möchte anonym bleiben, hatte mit Maike S. früher eine Praxisgemeinschaft. Sie hatte ja dann ihren ersten Doktortitel in Biologie und kurze Zeit später hatte sie dann den zweiten Doktortitel. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, wie das so schnell geht, zumal sie im Vorfeld nie irgendwas erzählt hat, dass sie noch parallel was anderes macht. Maike S. wollte immer hoch hinaus, sagt Steffi Z., sei sehr intelligent und clever. Sie war halt sehr geltungsbedürftig und das war auch mal so eine Äußerung, dass sie einfach viel Leistung bringen muss und dass sie durch Leistung eben auch Anerkennung bekommt. Sie sind ja nicht nur Medizinerin, sondern was noch alles? Ich bin Osteopathin, Biologin, Biochemikerin. Stets selbstbewusst präsentiert sich Maike S., so wie hier 2014 im Kasseler offenen Kanal. Doch ihre Arztzulassung lediglich eine täuschend echte Fälschung. In der Fritzlarer Klinik haben sie zumindest keinen Zweifel an der Echtheit und bieten Maike S. 2015 eine Arztstelle an. Das war mit Siegel und Wappen und allem so, wie alle anderen auch aussehen. Natürlich wissen wir mittlerweile, dass gute Farbkopierer viel Gutes machen können. Letztendlich, um sicher zu gehen, muss eine Nachfrage bei der ausstellenden Behörde stattfinden. Das funktioniert ganz einfach, formlos, ohne Antrag, per E-Mail, per Telefon. Es geht lediglich darum, nachzuverfolgen, ob die Urkunde wirklich von der Behörde, die auf ihr steht, auch ausgestellt wurde. Ja, Maike S. ist eine Hochstaplerin, sagt auch die Verteidigung. Das werde der Prozess zweifelsfrei ergeben, aber eine Mörderin sei sie nicht. Die Verteidigung geht davon aus, dass die Anklage, unsere Mandantin habe mit Vorsatz im Rahmen ihrer Tätigkeit als Assistenzärztin in der Anästhesie Menschen getötet, von der Kammer nicht festgestellt werden wird. Erst als sich Maike S. an einer Klinik an der Ostsee bewirbt, fliegt der Schwindel auf. Sogar Bürgermeisterin von Bad Emstal wollte Frau Doktor mal werden, präsentierte sich als Kandidatin gerne öffentlich. Warum wollte die studierte Biologin in wahnhaft anmutender Selbstüberschätzung unbedingt Ärztin sein? Die Kasseler Richter wollen darauf eine Antwort finden mit ihrem Urteil Ende März. Ja, das hier ist auch ein Aufreger. Immer mehr Müll in Hessen, und zwar wilder Müll. Durch Corona haben viele zu Hause ausgemistet und ihre ausrangierten Sachen eben nicht dort abgeladen, wo sie hingehören, nach dem Motto,
Ist mir doch egal, Hauptsache weg damit. Vor allem die größeren Städte in ganz Hessen haben das zu spüren bekommen. Wir haben beispielhaft mal ein paar aus dem Rhein-Main-Gebiet herausgepickt. In Wiesbaden zum Beispiel wurden im vergangenen Jahr 24% mehr Müll wild entsorgt. In Offenbach war es noch mehr, 29% mehr Müll, der irgendwo abgestellt wurde. Ja, besonders viel wilden Müll gab es in Darmstadt, plus 52% im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr davor. Das kostet die Städte viel Geld. Und zwar unser aller Geld. Frankfurt setzt da im Kampf gegen Müllsünder Spürnasen und Fachleute ein. Das ist kein Sperrmüll mehr, das ist nur Müll. Sowas wird mir nicht einfallen. Halbe Stunde später liegt das Doppelte da. Da brauchen Sie sich keinen Kopf machen. Wild abgelegter Müll überall in der Stadt. Alfons Heinz und Zoran Mihaljevic von der mobilen Schnellreinigung sind unterwegs, um solchen Schmutz zu beseitigen und um die Verursacher zu finden. Spurensuche. Ein Rentenbescheid von der Deutschen Rentenversicherung. Ein Kontoauszug. Bayerische Polizeiverwaltungsamt, zentrale Bußgeldstelle. Passt der? Ja. Wir brauchen irgendwie einen Verursacher, wenn möglich. Damit wir die Herrschaften, die das hier verursacht haben, auch irgendwie zur Rechenschaft ziehen können. Es ist wesentlich mehr geworden. Es sieht für mich aus, als wird das langsam zum Sport. Also wir mussten die in der letzten Zeit, jetzt in der Corona-Zeit, schon ganz schön anpacken, um das alles wegzuschaffen und der Sache auch Herr zu werden. Aber die meisten Hotspots, die wir hier haben, die werden dann gerade zwei Tage später wieder so aussehen. Ein Ärgernis auch für viele Anwohner. Alle Mann! Sehen, wenn wir es holen. Jeder guckt, jeder sagt, es ist schön, dass er es wegholt. Aber keiner sagt, wer es hingeschmissen hat. Ja, wissen Sie, wann das ist? Ja. Ich kann es Ihnen sagen, was immer nur nachts, fremde Leute genau. Im Auto. Ist nachts und so ist es. Es ist nachts. Ich wohne im Schier in Nummer 4 und mein Schlafzimmer ist nach vorne raus. Da hören Sie, wenn es Schläge tut wie im Hasenkasten. Ja, hier laufen, wenn etwas besseres Wetter ist, da laufen ja hier überall Ungeziefer rum, Ratten und alles. Ein Fall für die Stadtpolizei. Sie sollen die Spuren weiter verfolgen. Moin, ihr Herren. Morgen. Wir haben heute Morgen hier den Auftrag gehabt, herzufahren. Jetzt haben wir mehr oder weniger hier ein paar Schriftstücke gefunden. Hat jemand schon Kontakt mit der Polizei gehabt? Bayerisches Polizeiverwaltungsamt. Mit Aktenzeichen. Ja gut, die Ermittlungen nehmen wir jetzt auf und gucken, ob wir der oder dem Betroffenen was nachweisen können. Und werden dann im Rahmen dessen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Weil es kann ja nicht sein, dass jeder überall sein Zeug hinwirft und einfach liegen lässt. Irgendeiner kommt, räumt's weg. Angemeldeter Sperrmüll ist in Frankfurt kostenlos. Das Bußgeld für illegal entsorgten Müll von 55 bis über 180 Euro. Bei Umweltverschmutzung droht sogar eine Strafanzeige. Seit Corona haben sie rund ein Drittel mehr wilden Müll zu beseitigen, auch durch das sogenannte Cocooning. Man hört ja in den Medien auch, dass die Leute in den Urlaub fahren. Und ich glaube, da ist was dran, dass sie sich neue Möbel kaufen. Weil es wird sehr viel ausgetauscht. Wir finden auch Sachen, ja, wo man sagt, die sind noch in Ordnung, aber die liegen halt beim Müll. Wir können es halt nicht verändern. Der nächste Haufen an einem öffentlichen Parkplatz. Wenn hier nichts los ist, dann wird wahrscheinlich, wie man es ja sieht, schon von irgendjemandem genutzt zum Abladen. Aber im Nachhinein glaube ich, dass hier viele vorbeigefahren sind, hat jeder noch mal ein Schippchen dazugeschmissen. Es ärgert mich, dass das alles hier, wir, die Allgemeinheit von Frankfurt, die Bürger, alles bezahlen müssen. Das sind jetzt Kosten für die Allgemeinheit. Da zahlen wir alle. Sie werden prüfen, ob Sie den Besitzer des angrenzenden Grundstücks, auf dem der Großteil des Mülls liegt, für die Entsorgung haftbar machen können. Ich meine, wir müssen ja unsere Stadt Frankfurt ja sauber halten, oder? Wir wollen ja in schönen Stadt Frankfurt ja leben, oder? Wir leben ja hier drin. Wir wollen es ja sauber haben. Sie sind täglich im Einsatz, um Frankfurt ein Stück sauberer und schöner zu machen. Die Männer von der FES. Tja, machen einen wichtigen Job. Danke dafür.
Dem Bundeskriminalamt und der Zentralstelle für Internetkriminalität in Frankfurt ist ein bedeutender Schlag gegen Cyberangriffe gelungen. Jetzt kommen die Nachrichten mit Martin. Ja, sie haben nämlich die Infrastruktur der Schadsoftware Emotet zerschlagen. Allein in Deutschland hat die Software bereits einen Schaden in Höhe von mindestens 14,5 Millionen Euro verursacht. 2 Jahre brauchten IT-Experten des ZITS in Frankfurt sowie des BKAs, um die Struktur der Software zu knacken. Ihnen gelang es so, sich zwischen Opfersystem und Hackern zu platzieren. Damit konnte der Datentransfer unterbrochen werden. Zusätzlich wurden wichtige Beweise gesichert und ein Täter ausfindig gemacht. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Und wir betreffen auch weitere Maßnahmen innerhalb dieser Serverinfrastruktur, um auszuschließen, dass noch unbekannte Täter sich irgendwie wieder der Infrastruktur bemächtigen können. Geschichte wäre für mich etwas zu weit gegriffen, aber wir haben sie erst einmal unschädlich gemacht und wir tun alles daran, dass es auch so bleibt. Die Zerschlagung der Emotet-Infrastruktur, ein bedeutender Erfolg gegen die international organisierte Internetkriminalität. Das Land Hessen fördert zusammen mit Partnerfirmen die Produktion von umweltschonenden Kraftstoffen für den Luftverkehr. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kündigte heute an, dass im Frankfurter Industriepark Höchst deshalb eine Anlage für CO2-neutrale alternative Kraftstoffe entstehen soll. Heute, vor 76 Jahren, befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Seit einem Vierteljahrhundert ist der 27. Januar ein gesetzlich verankerter Gedenktag. Die zentrale Gedenkveranstaltung fand als Livestream im Wiesbadener Landtag statt. Aber auch die Stadt Frankfurt erinnerte an die Opfer am Mahnmal vor der Paulskirche. Die Nationalsozialisten hatten während ihrer Terrorherrschaft 6 Millionen Juden ermordet. Oberbürgermeister Feldmann sieht gerade heute eine Verpflichtung, den Hass zu besiegen und die Erinnerung zu gestalten. Ja, da ist wohl der Film ein bisschen früher geendet an der Stelle. Jetzt geht es um ein anderes Thema, ein harter Schnitt, Entschuldigung dafür, das Homeoffice. Bitte, liebe Menschen, lasst uns im Homeoffice arbeiten. Diese Worte von den Spitzenpolitikern, die habe ich noch ziemlich gut im Ohr. Ab heute gibt es eine neue Ansage dazu, eine neue Verordnung. Aber das heißt noch lange nicht, dass man die Firmen zwingen kann, wirklich ihren Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen. Und genau darin liegt die Krux. Viele Arbeitgeber tun es längst freiwillig. Seit heute müssen sie, wenn möglich, Homeoffice anbieten oder nachweisen, dass es nicht geht. In der Praxis ist das manchmal schwierig. Lena Hartmann heißt in Wirklichkeit anders. Sie will anonym bleiben, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchtet. Sie arbeitet bei einem kleinen Dienstleister und würde gern ins Homeoffice. Ihr Betrieb ignoriert das Thema aber, sagt sie. Niemand trägt bei uns eine Maske. Mein Chef ist kein Corona-Leugner, er hält die Maßnahmen aber für übertrieben. Homeoffice lehnt er ab mit der Begründung, dass die technische Ausstattung nicht ausreicht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es zumindest einige Kollegen gibt, die im Homeoffice arbeiten könnten. Leere Flure, mittags um 11 im Rathaus Bad Vilbel. Die Stadt investiert gerade in Serverkapazitäten für mehr Homeoffice. Von 120 Verwaltungsjobs sollen demnächst 80 zu Hause machbar sein. Wir sind auf diesem Weg und da ist diese neue Verordnung kein Hindernis, sondern zeigt uns, dass unser Weg richtig ist. Nicht jeder Arbeitsplatz lässt sich so einfach nach Hause verlagern. Der Bad Vilbeler Bauamtsleiter macht im Moment einen Tag Homeoffice die Woche. Ich jetzt als stellvertretender Bauamtsleiter muss natürlich diverse Unterschriften leisten. Das geht nur hier. Und da ist vielleicht der Knackpunkt, also dass wir auch draußen vor Ort sein müssen und auch eine gewisse Nacharbeit hier im Büro haben, wo wir unsere Akten eben auch haben. Eine HR-Umfrage hat ergeben, in den hessischen Kommunen wird die Forderung nach Homeoffice sehr unterschiedlich umgesetzt. Bei der Stadt Kassel arbeiten 80% der Bürokräfte zu Hause. Bei der Stadt Bad Hersfeld sollen es bald gut 20% sein. Homeoffice wird nicht kontrolliert. Die Arbeitnehmer können nicht gezwungen werden. Weigert sich allerdings ein Betrieb, dann muss mit der neuen Verordnung der Arbeitnehmer aktiv werden. Notfalls kann er sich beim Regierungspräsidium beschweren. Beschäftigte in kleinen Unternehmen werden schwerlich ihre
Chefs beim Regierungspräsidium irgendwie angehen, weil es gibt ja auch noch einen Tag danach. Manche Branchen trifft es härter als andere. Friseure oder Gaststätten ganz geschlossen oder höchstens To-Go-Betrieb. Für den Rest der Wirtschaft gab es bisher nur Appelle. Und das wird auch die neue Verordnung kaum ändern, so die Gewerkschaft. Es gibt leider viele, viele von diesen schwarzen Schafen, wenn man denn so möchte, die das Zeichen der Zeit nicht verstanden haben. Lena Hartmann ist frustriert. Für sie wird sich wohl nichts ändern. Ich werde das Thema immer wieder ansprechen. Weiter werde ich nicht gehen. Die neue Verordnung gilt erstmal bis zum 15. März. Sie dürfte Betriebe, die Homeoffice verweigern, weitgehend in Ruhe lassen. Vor genau einem Jahr, da hatten wir den ersten Corona-Fall in Deutschland. Doch wer hätte am 27. Januar da gedacht, dass das Homeoffice jetzt das neue Arbeiten ist? Wer hätte gedacht, dass wir alle mit Masken rumlaufen, die man sonst eher in einem OP-Saal trägt? Und wer hätte gedacht, dass dieses Virus viele von uns ganz schön einsam werden lässt? Ich jedenfalls nicht. Und so ging das Ganze los. Ja, das war ja der berühmte Webasto-Fall in Bayern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir alle waren damals alarmiert. Damals vor allem, weil es doch sehr stark in China lokalisiert wurde. Doch dann, am 27. Januar 2020, ist es auch bei uns, SARS-CoV-2, das neuartige Coronavirus, erstmals in Deutschland nachgewiesen, bei einem Mitarbeiter der Firma Webasto nahe München. Bis zu diesem Tag vor genau einem Jahr ist Corona ganz weit weg. Genauer in der Großstadt Wuhan in China. Wie es dort zugeht, erzählt uns damals Austauschstudent Yannick Weiß aus Frankfurt. Draußen auf der Straße ist rein gar nichts los. Die Straßen sind wirklich leer. Es herrscht, man könnte es wirklich sagen, eine Art Quarantänezustand. Wuhan wurde mehr oder weniger abgeriegelt. Das SARS-CoV-2, bis dahin völlig unbekannt. Selbst Experten ahnen damals nicht, wie gefährlich es ist und wie schnell es sich ausbreiten wird. Wir haben bereits Patienten in drei anderen Ländern außerhalb von China. Das heißt, wir reden von einer Epidemie. Allerdings wissen wir, dass die Möglichkeit besteht, dass das Virus sich weiter ausbreitet. Wir schätzen diese Möglichkeit als gering ein, aber sie ist eben gegeben. Doch der 27. Januar verändert alles. 5 Tage später landet in Frankfurt ein Flugzeug der Luftwaffe mit Deutschen aus Wuhan, darunter 2 Corona-Infizierte. Einen Monat später, Ende Februar, gibt es in Wetzlar den ersten Covid-19-Patienten in Hessen. Bis heute, genau ein Jahr später, lässt uns das Virus keine Zeit zum Durchatmen. Der Alarmmodus überwiegt schon, das ist richtig. Trotzdem versuchen wir uns ja immer wieder die Zeit zu nehmen, auch zu schauen, was können wir jetzt dazu lernen? Was können wir auch lernen aus Maßnahmen, die sich möglicherweise nicht so bewährt haben und wie können wir es beim nächsten Mal anders machen? Wir gehen ja jetzt beispielsweise mit den Schulen und Kitas ganz anders um als im ersten Lockdown, weil wir jetzt mehr über das Virus wissen. Und die Hoffnung ist groß, dass wir das Coronavirus zu seinem 2. Jahrestag im nächsten Jahr besiegt haben. Ja, diese Hoffnung ist also wirklich da. Da wollen wir doch nochmal nachfragen bei Ute Wellstein, unserer Chefkorrespondentin im Parlamentsstudio in Wiesbaden. Ute, wie sind wir denn aus deiner Sicht bisher durch diese Pandemie gekommen? Na, wir gehören sicherlich zu den Ländern, denen das überdurchschnittlich gut gelungen ist im weltweiten Vergleich. Wenn man nach USA schaut oder Großbritannien, da gab es wesentlich mehr Infektionen und auch wesentlich mehr Tote. Aber es gab auch Länder, in denen das besser gelaufen ist, zum Beispiel Südkorea. Und ich habe mal zum Vergleich ein paar Zahlen rausgesucht. Wenn man anschaut, wie viele Tote durch Corona es auf 100.000 Einwohner gab, dann waren das in Südkorea nur 3, bei uns in Deutschland 65, in Hessen ein paar mehr, 73 Corona-Tote pro 100.000 Einwohner bisher, aber in Großbritannien zum Beispiel mehr als doppelt so viel, nämlich 151. Man muss aber auch sagen, wenn man zum Beispiel auf die Impfungen schaut, da ist Großbritannien jetzt vorbildlich. Die haben gestern gemeldet, dass sie 10% aller Einwohner geimpft haben. Davon sind wir noch weit entfernt. Wenn man das auf Hessen umrechnen würde, dann müssten hier schon 600.000 geimpft sein. Sind sie aber nicht. Wir sind gerade mal bei 100.000. Also Licht und Schatten, würde ich sagen. Ja, seit der Beginn der Pandemie heißt es ja aus der Politik, wir fahren auf Sicht. Dabei wünschen wir uns doch wirklich eine Strategie. Gibt's die, Ute?
Das habe ich Ministerpräsident Bouffier im Dezember gefragt und da hat er gesagt, eine langfristige Strategie kann es nicht geben, weil dieses Virus sich immer wieder neu entwickelt und das gilt auch nach wie vor. Die Maßnahmen werden relativ kurzfristig ergriffen und verändert. Ich will mal daran erinnern, im Sommer gab es Warnungen vor einer zweiten Welle im Herbst. Wir konnten sie trotzdem nicht vermeiden. Es gab einen Stufenplan für Schulen im September, in dem drin stand, Distanzunterricht werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr haben in Hessen. Haben wir jetzt aber wieder, weil die Schulen zugemacht werden mussten. Und von Anfang an hat man gesagt, die vulnerablen Gruppen, also die verletzlichen Gruppen, vor allen Dingen die Menschen in den Altenheimen, die müssen wir ganz besonders schützen. Das ist nicht besonders gut gelungen. 2/3 aller Corona-Toten in Hessen haben in einem Altenheim gelebt. Der Fairness halber muss man aber auch sagen, alle, die Verantwortung tragen, tun nach meinem Eindruck wirklich ihr Bestes und wollen ihr Bestes tun. Aber es gibt kein Patentrezept. Diese Pandemie ist beispiellos und deshalb passieren eben auch Fehler. Da ist die Frage, wie kommen wir aus dieser Situation wieder raus? Gibt es da Überlegungen? Ja, nach einer Ausstiegsstrategie wird immer mehr gefragt. Die Wirtschaft will wissen, wann können die Geschäfte wieder öffnen. Wir wollen wissen, wann können wir Familie und Freunde wieder wie früher treffen. Wann machen die Schulen wieder auf? Das einzig Konkrete, was da gesagt wird an Strategie, ist, dass zuerst machen wir die Schulen und die Kitas wieder auf. Aber wie genau das funktioniert, das kann derzeit noch keiner sagen. Realistischerweise kann man das auch wirklich nicht. Dieses Virus mutiert. Was ist, wenn diese viel ansteckendere Variante sich ausbreitet und eine dritte Welle auslöst? Und wie ist es mit den Impfstofflieferungen? Da können wir uns ja auch auf das nicht verlassen, was die Firmen zugesagt haben. Also da sind einfach viel zu viele Unbekannte im Spiel, um jetzt schon Schritt für Schritt sagen zu können, so steigen wir da wieder raus. Ja, danke schön für die klaren Worte. Ute Weltstein aus Wiesbaden. Ja, und wie sehr sich unsere Welt verändert hat, zeigt auch jetzt wieder unser aktueller Blick auf die Corona-Zahlen in Hessen mit Martin. Innerhalb von 24 Stunden wurde im Robert-Koch-Institut 1.143 Menschen gemeldet, die sich mit dem Virus infiziert haben. Im selben Zeitraum sind 83 Menschen gemeldet worden, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Das heißt, in den vergangenen 7 Tagen wurden insgesamt 6.604 Menschen gemeldet, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das sind 1.281 Menschen weniger als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 18.600 Menschen akut infiziert sind. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer soll in einigen Monaten auch in Frankfurt produziert werden, und zwar vom französischen Pharmakonzern Sanofi. Der wird seine Anlagen im Stadtteil Höchst umrüsten, um den Impfstoff dort abfüllen zu können. So sollen ab dem Sommer mehr als 125 Millionen Dosen des Impfstoffs für die Europäische Union geliefert werden. Dabei handelt es sich aber nicht um zusätzliche Impfdosen. Ein Teil der Produktion wird nun nach Frankfurt verlegt. Doch neben den Impfstoffen sollen auch Medikamente im Kampf gegen Corona helfen. So können sich die Viren beispielsweise nicht ohne einen bestimmten Enzymbaustein vermehren. Virologen der Universität Gießen halten es für denkbar, diese Schwachstelle mit Medikamenten zu attackieren. Das Coronavirus, insbesondere seine Mutationen, werde uns noch lange beschäftigen, so Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität. Gerade deshalb sei dieses spezielle, neu entdeckte Enzym so bedeutend für die Entwicklung eines geeigneten Medikaments. Also wir kennen bereits einige Enzyme, die für die Coronaviren wichtig sind, die es absolut braucht, um sie vermehren zu können. Und dieses Enzym ist eine neue Entdeckung, ist einfach ein weiteres Enzym, was man bei anderen Viren bisher nicht in dieser Form gekannt hat. Und wir wissen, wenn wir dieses Enzym blockieren können in seiner Funktion, dann können wir dafür sorgen, dass das Virus sich nicht mehr vermehren kann. Und das war's von mir und den Nachrichten. Und jetzt wird's lustig bei Christine. Absolut, Martin. Und ehrgeizig. Junge Comedians wollen groß rauskommen, und zwar auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Und sie haben beste Chancen auf den großen Durchbruch wie Bruno Barnaby. Sie meinte, sie achtet sehr auf Sternzeichen. Also hat sie mich gefragt, Bruno, was ist denn dein Sternzeichen? Ich sag so, ich bin Jungfrau, ich komme aus dem tiefsten September. Weißt du, was ich meine? Die meint so, Also mit Jungfrauen kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Ich sag so, bockt mich kein Meter, ich kenne mich da eh nicht aus. Mach einen Zwilling aus mir, auch noch ein bisschen Skorpion mit rein. Hauptsache, das passt hier zwischen uns. So geht Comedy im Jahr 2021. Entfernt gleichzeitig gründlich Augen-Make-up. Was geht ab, Leute? Ich bin Parshi und ich bin Entertainerin. Parshad Ismaeli, oder auch einfach Parshi genannt, macht Comedy auf Instagram und TikTok. Noch. Mein größtes Ziel ist es, eine eigene Late-Night-Show zu haben. Um dorthin zu kommen, startete sie auf Social Media. 2019 dann der nächste Schritt, die eigene Comedy-Show im Radio.
Für die gibt's sogar den Deutschen Radiopreis. Früher mussten Comedians auf unzähligen Veranstaltungen auftreten, um vielleicht irgendwann mal entdeckt zu werden. Heute ist das anders. Man braucht Social Media, um eine Fanbase aufzubauen. Man braucht Social Media, um eine gewisse Anzahl an Zuschauern zu erreichen für dein Entertainment, für dein Material, für deinen Humor. Hunderttausende folgen ihr auf Instagram. Über TikTok erreicht sie sogar mehr als 500.000. Ihr Erfolgsgeheimnis? Schnell geschnittene Videos, viele Effekte und vor allem eines: authentisch bleiben. Um wirklich einen guten Einstieg zu haben, musst du Humor machen, mit dem sich andere identifizieren können. Das heißt, du musst einen Clip machen und dabei denken, okay, können die User, können deine Zuschauer, deine Fans sozusagen das jetzt rumschicken und sagen, ey, das bin ich, das bist du, das sind wir. Der Weg von Social Media auf die große Bühne, bei ihr klappt's. Im Oktober ist es soweit. Ihre erste eigene Tour steht an. Alle Tickets sind bereits verkauft. Es geht um Aufmerksamkeit. Immer wieder müssen sie mit ihren Videos einen Nerv bei ihren Followern treffen, um aus der Masse herauszustechen. Das gelingt auch ihm. Schauspieler und Comedian Bruno Barnaby. Neben dem Studium arbeitet er im Prinzip Vollzeit an seiner Comedy- und Schauspielkarriere, um irgendwann davon leben zu können. Jetzt, wir sind hier mit. Hallo. Ich habe mir in den Jahren, in den 5 Jahren, wo ich jetzt Gas gegeben habe, wirklich so Supporter aufgebaut, Leute, die mir vertrauen, Leute, die sagen, ey, der macht wirklich guten Content, der steht für etwas, der ist authentisch. Noch ist der 26-Jährige mit 10.000 Followern am Anfang. Im Gegensatz zu vielen anderen setzt er zusätzlich auf richtige Hochglanzproduktion. Du bist 28 Jahre alt und trinkst Fanta, Bruder. Wir gehen hier in eine Bar wie Männer und trinkst Fanta. Doch ganz ohne Bühne geht es auch in Zeiten von Social Media nicht. Bruno Barnaby möchte seine Follower auch im echten Leben unterhalten. Vor Corona veranstaltete er daher mit einem Kollegen eigene Comedy-Shows in Frankfurt. Live ist immer noch mal was ganz anderes. Du kannst dir so viele Stand-Up-Shows angucken im Internet. Du wirst niemals dieses Live-Gefühl haben und den Leuten auch in Frankfurt, speziell in Frankfurt zeigen, ey, es gibt auch was anderes als feiern gehen und Shisha-Bars. Um als Newcomer irgendwann auf der großen Comedy-Bühne zu stehen, sagen sie beide, musst du vorher auf Social Media erfolgreich sein. Paschat Ismaeli kann bereits von ihrer Comedy leben. Die Hessin auf dem besten Weg zu ihrem großen Traum. Eine eigene Late-Night-Show zu haben. Ja, ich kenne einen, der hat zwar keine eigene Late-Night-Show, aber späte und sehr seriöse Nachrichten. Der Martin, wann sehen wir dich heute? Ja, genau, um 22.15 Uhr und da gibt es noch mehr zum heutigen Gedenktag. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt kommen die Wetteraussichten mit Wolfgang Rossi und nicht zu vergessen um 20:45 im HR-Fernsehen Claudia Schick mit Max, dem Marktmagazin. Schönen Abend. Tschüss.